Die Zahlen 1 bis 24 findet man normalerweise auf Adventskalendern. Und dahinter gibt's oft Schokolade. Aber nicht für Grobmotoriker. Ja, sagt Zement, jetzt geht das Stück Schokolade nicht raus. Himmel, Alter! In einigen Gemeinden gab es in den letzten Jahren schon Adventsfensteraktionen. Kinder gestalteten zum Beispiel Glasscheiben vorweihnachtlich und der Ort traf sich jeden Abend woanders zum besinnlichen Miteinander. Letzteres gestaltet sich 2020 schwierig und das rief den Kreisjugendring auf den Plan. In unseren Teamsitzungen entstand dann irgendwann die Idee, die Leute in der Corona-Zeit ein bisschen hinterm Ofen vorzuholen, von ihrem Sofa runterzubekommen, um rauszugehen und Türchen zu suchen vom Adventskalender. In Freistadt, Berngau, Berching und Pürbaum finden sich in den kommenden Wochen an den Fenstern von Häusern, lokalen Vereinen und Co. Plakate mit Nummern von 1 bis 24. Und dazu QR-Codes, welche mit Smartphones gescannt werden können. Und beim Scannen dieser Codes öffnen sich verschiedenste Aktivitäten von Geschichten über Rezepte, aber eben auch viel für Kinder und Jugendliche über den App, über das weihnachtliche Waldworkout, über lustige Geschichten und Backhinweise, eben, dass auch Kinder und Jugendliche sich da gut beteiligen können. Im besten Fall ziehen die Familien gemeinsam durch die beteiligten Orte und so ganz nebenbei zeigt die junge Generation der Älteren, wie das mit dem Scannen funktioniert. Übrigens, in allen Gemeinden ergeben Buchstaben, die auf die 24 Türchen verteilt sind, Lösungsworte. So viel Rätselspaß gibt der einfache Schokokalender niemals her. Bei dieser Version nimmt man dann nicht zu, weil man Schokolade isst, man nimmt dann Muskelmasse zu, weil man sich ja bewegt, weil man ja trotz allem rausgehen soll und die frische Luft ja eh gut tut, auch in der Corona-Zeit. Übrigens, dass man aktuell alle Räume gut lüften sollte, heißt nicht, dass man am Adventskalender Türchen und Fensterchen vor dem eigentlichen Tag aufmachen darf. Also denkt dran, Kinder. Corona ist auch keine Entschuldigung für alles.